Moin Moin und herzlich willkommen hier zu Graveyard Keeper. Mein Name ist Hoppelhase. Guten Tag. Und was haben wir heute vor? Was haben wir hier so in der Tasche? Ach ja, diesen komischen Beutel. Und die Dinger müssen wir noch wegbringen. Und den Kuchen müssen wir noch wegbringen. Und die Schlange ist heute da. Achso, für die Schlange müssen wir ja noch ein Schwert machen. Und für ein Schwert müssen wir ja noch einen Juweliertisch machen. Juweliertisch, wo bist du? Den haben wir ja immer noch nicht gemacht, ne? Kann man den überhaupt hier machen? Ja. Dafür brauchen wir 2 Holzbeine. Holzbeine, die mache ich mal eben ganz schnell. Guck mal, Folge gerade angefangen, schon geht das hier direkt los. 2 Holzbeine. Ping, 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 ping. Ping, 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 ping. Klatsch. So, kommen Sie mit. Mehr Punkte. Und dann machen wir mal einen Juweliertisch. Mal gucken, wo wir hinbatschen. Wahrscheinlich muss eine Kiste weichen. Die beiden Kisten weg zum Beispiel. Und dann könnte das hier so hin. Oder? Ich meine, wir haben doch wirklich Kisten genug. Oder hier hin. Ah ne, da müssen auch beide Kisten weg. Wo haben wir denn Platz? Ich meine... Warum wird das hier eigentlich nicht rot angezeigt? Aber rein theoretisch muss hier unten immer noch eine Linie sein. Und hier müssten 4 Kisten weg. Nee, dann würde ich sagen, machen wir diese 2 Kisten da weg. 2 Kisten müssen weichen. Haben wir da was drin? Nein? Ja. Da tun wir raus. Und packen die hier rein. Bap, bap, bap. Ich will nicht riskieren, dass das kaputt geht. Deswegen habe ich die jetzt extra rausgeholt. So, einmal mit der Maus. Ping, ping. Ah, nee, das passt ja gar nicht. Wegen das hier. Wegen dem Ofen. Das wird nicht passen wegen dem Ofen. Der Ofen geht ja bis hier. Und das Ding ist 5 breit, ne? 5 lang. Ja, das passt nicht wegen dem Ofen. Ah, shit. Aber dieses Ding könnte dann dahin passen. Und das Ding könnte dann hier hin. So. Ja, wenn das Ding nicht im Weg wäre. Ich müsste das Ding abbauen, hier weiterhin machen und das kommt dann dahin. Okay, dann machen wir das so. Das heißt, er hier weg. Dann muss das alles weg. Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier wieder das und das weg. Ja. So. Ja, nützt ja nichts. Wir müssen hier mal wieder ein bisschen umräumen. Die kommt dann darüber nämlich. Das kommt da links gleich wieder neu hin. Das kommt weg. Und das kommt weg. Macht er denn auch? Er hat jetzt hier wieder gemacht. Ich hoffe. Ich hoffe, die teilen sich das echt ein. So, Papierpresse kommt nämlich hier hin. Hier kommt die Papierpresse hin. Holz, Werkbank für Holzgedöns kommt dann hier hin. Und der Juweliertisch kommt jetzt daneben. Und den kann ich so machen, dann kann man von außen... Nein, der Zombie ist im Weg. Der Zombie ist im Weg. Das kann ja nicht sein. Aber wir können den Zombie da wieder wegnehmen und dann gleich da wieder hinpacken. So. Juweliertisch. Ein Juweliertisch, wie er im Buche steht. Wie er im Buche steht. So, erstmal alles hier wieder aufbauen. Erstmal hier da 1 Million. Nein, ich wollte kein Eimer Wasser. Ich will kein Eimer Wasser. Bam, 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 bam. Und bam, bam, bam. So. Jetzt kann er hier wieder hin zum Arbeiten. Batsch. Und hier war das, das hier, ne? Und auch du kannst da wieder hin.
So, und was haben wir jetzt hier? Schönes Goldschmuckverzierungen. Guck mal, dafür braucht man Goldbarren. Zum Glück haben wir die nicht weggeschmissen. Und Schmuck. Dafür braucht man Diamanten. Und ein Schwert. 20, 25 Schaden. Einen Diamanten haben wir nicht. Aber das Ding können wir machen, indem wir Glauben. Wir brauchen Glauben. Haben wir noch Glauben im Keller? Aber das ist nicht das Schwert, was er haben will, ne? Er will bestimmt das mit dem Diamanten haben. Diamantenfiziertes Schwert bestimmt. Haben wir Glauben? Haben wir nicht. Das haben wir nicht. Was mache ich hiermit eigentlich? Diesen Eimer Wasser benutzen. So, da kriegt man ja Wasser raus, genau. Zerstören. Bip. So. Ja, kein Glauben. Allgemein haben wir keinen Glauben mehr, ne? Dann müssen wir warten mit dem Glauben. Müssen wir uns merken, Leute. Merkt euch, wir brauchen Glauben für das Gedöns. Nicht, dass wir wieder alles ausgeben. Und wir gucken mal eben, was braucht er? Damanzana-Schwert. Er braucht das Damanzana-Schwert. Und das Damanzana-Schwert ist das, was wir für uns selber auch haben wollen, ne? Nee, er will das. Er will das mit den Diamanten haben. Wo kriegen wir denn Diamanten her? Facettenreicher Diamant. Woher? Sag mir woher. Und das brauchen wir auch für Dingsengedöns. Diamanten kriegen wir doch aus der Dungeon, oder nicht? Können wir eigentlich nochmal in die Dungeon rein? Aber nicht vollgepackt. Können wir in die Dungeon rein? Achso, alles voll. In die Dungeon rein. Oh, schnell ins Flüchtlingslager. Jung, bist du noch da? Ja. In die Dungeon rein und nochmal alle Sachen rausholen? Oder was gemacht ist, ist gemacht. Weißt du, wie ich meine? So, hier, 5 Meißel. Ich hoffe, damit haben die Drohungen von den Verwandten deines toten Ehemanns ein Ende. Gute Qualität. Das wird mir bei meinem Vorhaben helfen. Und was die Verwandten meines toten Ehemanns angeht, ihre Drohungen machen mir keine Angst mehr. Meine eigenen Verwandten werden sich auf der Beerdigung um sie kümmern. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich glaube, das habe ich verstanden. Aber sag mal, wie machst du eigentlich deine speziellen Grabsteine? Du würdest wohl gerne mein Geheimnis kennen, hä? Okay, aber verrate es niemandem sonst. Weißt du ja, was mit dir passiert. Sonst wird mir irgendwas Schlimmes passieren? Ja, schon klar. Handeln. Sind das denn jetzt neue Rezepte? Ah ne, die hier sind das, ne? Die brauchen wir, ne? Die haben wir ja, oder? Soll ich die nochmal kaufen? Ne, die müssten wir eigentlich haben. Wieso wiederholt sich das denn alles? Steinstatuen? Verbesserte Grabsteine. Oh, warte mal. Erstmal die kaufen. Bing. Oh, Entschuldigung. Nein, warte. Ah, nein, ich will nicht reden. Gehen. So. Bing. So, Technologien. Hier nicht, sondern hier, ne? Ja. Hier hinten sind die. Also die kennen wir jetzt. Da braucht man die ja eigentlich gar nicht mehr lernen, ne? Können ja direkt die guten Dinger machen. Hier mit 7 und... Das sind die besten. Und das sind die besten. Und die kann man ja auch dick kaufen. Dafür braucht man ja die hier nicht, ne? Die... Guck mal, die machen nur 6. 6... Die machen aber auch 7. Genauso wie die. Ne, die machen 8 und 9. Und die können wir bei ihr ja auch kaufen sogar, ne? Ich meine, ein bisschen Geld haben wir ja, ne? Das machen die mit 9. Das sind 7. Theoretisch brauchen wir sowieso von jedem einen, damit wir die blauen Punkte bekommen.
damit wir die Arbeitszimmer da machen können. Aber theoretisch müssen wir davon... Aber wir können auch immer nur einkaufen. Wir müssen jeden Tag immer herkommen oder jede Woche und ein so ein Gedöns dann kaufen, theoretisch. Zwei, drei... Wo sind die anderen? Da. Sieben. Und sechs. Also theoretisch immer den und den. Immer die beiden. Den und den. Ja. Nee, das ist aber nicht Skulptur 5. Wo ist denn Skulptur 5? Gibt es keine Skulptur 5? Skulptur 5? Nee, 4 ist das höchste. Ja, okay. 4 ist das höchste. Herstellen Skulptur. Achso, das ist aber Stein, das ist Marmor. Okay. Und die kann man theoretisch dann einfach überspringen. Die sind egal. Die braucht keiner. Ich kann ja schon mal anfangen, die zu kaufen. Und dann können wir die ja schon mal sammeln. Also diesen 9er, zack. Und den 5er. Zack. Das sind dann immer zusammen 16. Kling. So. Und die kommen dann bei uns zu Hause. In die Kiste, da können wir die dann ja schon mal sparen. Wenn wir dann auch irgendwann mal die Leichen haben dafür. Aber jedes Mal, wenn wir jetzt Flüchtlingslager gehen, kaufen wir die. Und dann haben wir die. Könnten wir auch jetzt schon hier reinbatschen zum Beispiel. Aber wir haben ja eh noch keine Leiche dafür. Bam, bam. Und die können dann eigentlich alle weg dann. Aber die müssen wir auch noch ins Steinzimmer packen. So. Und er braucht ja auch noch Gold hier, ne? 50, glaube ich, waren das, ne? Oder 12. 12. Haben wir ja bald. Und die ganzen Leichen müssen wir dann ja auch wieder rausruppen, eigentlich. Was ist jetzt eigentlich wegen... Warte mal. Wegen Bestattung. Hier. Wegen Balsamierung und so. Gedöns. Ich meine, wir können die balsamieren... Aber warum sollte ich ihn... Guck mal, da steht zum Beispiel dunkle Injektion. Diese Flüssigkeit kann einer Leiche auf den Balsamiertisch hinzugefügt werden, um ihre Eigenschaften zu modifizieren. Balsamiereffekt plus 2 Köpfe. Warum soll ich einer Leiche mit Absicht 2 rote Köpfe geben? Und wir haben hier noch viele Rezepte noch gar nicht. Das lernen wir wahrscheinlich noch. Und diesen Opa hier, der hier immer steht, guten Tag, den müssen wir noch diese 3 Statuen geben. Steinerne Gebetsbank. Das wollen wir eigentlich auch noch machen. Weil wir haben ja hier nur diese hölzerne Gedöns. Oh, wir können ja mal gucken. Ist hier Glauben? Nö. Okay. Aber eine Leiche haben wir unten noch. Haben die schon rote? Nein. Blaue Bücher meine ich. Nicht rote. Ja, wie gesagt, und dann würde ich mal eben ausprobieren, ob wir in die Dungeon gehen können, um neue Sachen zu sammeln. Kling, kling. Ich meine, Essen haben wir ja genug. Das heißt, wir haben genug Energy. Wir müssen ja uns jetzt wirklich eigentlich gar keine Gedanken mehr machen wegen Energy, ne? Der hat auch keinen Splitter, übrigens. Oder kriegen die Splitter, wenn sie auf der Kühlbank liegen? Ja, wollen wir ihnen mal eben den Kuchen geben, dann ist er weg. Hallo, Ben, der Lächler. Weißt du, wie ich auf Ben komme? Warte, dafür muss ich mal eben hier cutten. So. Ding, 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 ding. So, warum ist das Ben der Lächler? Habe ich jetzt mal eben ein Bild gemacht, rübergeschickt auf dem PC, bearbeitet, eingebunden, auf dem Stream Deck eingeführt, in OBS eingequellt. Und jetzt kann ich euch sagen,
Das ist Ben. Guck mal, diese Ähnlichkeit, oder? 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 Das ist Ben. Deswegen ist das hier Ben der Lächler. Guck doch mal an, du. Guck doch mal. So nebeneinander. Ja. So, Ben. Erzähl. Hier ist ein Kuchen. Wie Ben. Das 1A wie Ben. Wie lecker. Als hätte ich seit 100 Jahren nichts mehr gegessen. Dann frag mal los. Also, wer bist du wirklich? Wie schon gesagt, mein Name ist Ben. Ich weiß nur, dass ich hier gelandet bin, weil ich aus einem Gerät gefallen bin. Ich erinnere mich an den Wärter, der hier herumgehangen hat. Er sagte, ich sei halb Geist, halb Eisbär. Er hat nicht gerne mit mir geredet. Keine Ahnung warum. Er war ziemlich zurückgezogen. Was weißt du über diesen Ort? Hier hat der Wärter seine speziellen Mechanismen und Geräte gebaut, um Seelen zu heilen und sie ins Land der Toten zu schicken. Um Seelen zu heilen? Hä, wovon? Was meinst du, wovon? Von Sünden natürlich. Vor langer Zeit gingen Seelen von allein auf die andere Seite. Wenn sie die Brücke überquerten, wurden ihre Seelen von all den Sünden gereinigt, die sie im Laufe ihres Lebens gesammelt hatten. In Vorbereitung auf den neuen Zyklus. Aber nach dem uralten Fluch wurde diese Ordnung gestört und die Seelen verblieben in dieser Welt. Der Wärter, der diesen Ort erschaffen hat, wollte sie befreien. Denn niemand weiß, was die Konsequenzen ist, wenn man Seelen hier gefangen hält. Was ist aus diesem Wärter geworden? Ja, der liegt da als Schädel auf so einer Kiste links nebenan. Er hat gesagt, dass seine Zeit sei vorüber und ist dann gegangen. Er hat sich von mir verabschiedet, hat den Raum versiegelt und ist nie zurückgekehrt. Ich kann ihn nicht aufsuchen oder diesen Ort verlassen. Denn ohne die Kiste löse ich mich einfach auf. Ben, was ist los? Komm, ich räume hier erstmal auf. Oh, Scherben. Okay, mehr können wir nicht mit ihm reden. Ben, der Lächler. So, was brauchen wir? Wir brauchen hier auf jeden Fall Balken, Nägel und Eisen. Das holen wir doch mal eben. Ben, ich komm gleich wieder. Balken, Eisen, Nägel. Ich mach das B von Balken einfach auf den Eisen mit drauf, beißen. Und da das B bei Balken ja fehlt, heißt es nur noch Alken. Geil, beißen, Alken, Nägel. So, beißen, Alken. Alken holen wir uns gleich von da hinten. Beißen, Alken, Nägel. Hier haben wir keine Beißen und keine Nägel und keine Algen. Beißen, Algen, Nägel. So. Nehmen wir mal so ein 30er-Stack hier mit.
Hier nehmen wir am besten so ein 50er-Stack mit. Und so. Das soll auch erstmal reichen dann. So, ihr macht fleißig Bretter, ne? Ja, Meister. Meister. Schnauze. Okay. So, Ben. Hallo, Papa. Hi. So. Also, hier liegt ein Gary. Erstmal räumen wir hier natürlich auf. Die ganzen Scherben hier aufräumen, zack. Kann das auch weg? Nee. Was brauchen wir hierfür? Auch Balken, Eisennägel. Pang. Diamanten. Ist nicht wahr. Da brauchen wir ja gar nicht in die Dungeon. Bam, 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 bam. Was ist das? Nichts Besonderes. Was ist das? Nichts Besonderes. Da liegt noch ein Arm. Auch nichts Besonderes. Balken, Eisennägel. Balken, Eisennägel. Beisen, Alkennägel. Bam, 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 bup. So, bauen wir die Maschine erstmal hier auf. Ja, ne? Kapriere Seelenextraktor. Klüng, klüng. Hup. Perfekt, schauen wir uns das doch mal an. Oh nein, nicht das singende Nachbar wieder. Aha. Ja, ich hab's, das ist ein Gerät, um Seelen zu extrahieren. Hier kommt eine Leiche hin und dann dreht es sich und zieht irgendwie die Seele heraus. Faszinierend. Wie kommt man nur so auf eine Idee? Nanu, was ist das für ein Lärm? Schau mal, der Wärter hat den Seelenextraktor repariert. Oh, um genau zu sein, verlässt die Seele den Körper durch den zentrifugale Kraft, durch die Zellen des Körpers und dann in einen speziellen dafür entworfenen Behälter, der das Material in einer homogenisierten Substanz sammelt. Ja, genau das meinte ich doch auch, Angeber. Ja, vielen Dank, Ben. Jetzt verstehen wir das besser. Budi-dudi, dadi-dadi. Ich hab hier ein paar Leichen. Dudi. Komm mit! Ich weiß, dass du böse bist. Kick dich einfach hin. Hier, frei von Sünden. So, rein da. Und jetzt? Die Seele extrahieren. Möglicher Schaden 10-30%. Was heißt das? Boing. Da haben wir eine verletzte Seele. Ach, wir müssen jeden da rausholen. Okay, und was passiert mit der Leiche? 2 von 2? Was haben wir hier? 2 von 2, okay. 2-2, mal gucken, was passiert. Aber dann können wir auch mögliche Zombies da reinlegen, oder? Was jetzt denn? Leichenseele. Gebrochen. Hä? Warte mal. Hä, warum ist da eine Sündenscherbe drinne? Ich hab die doch raus... Hä? Da war doch vorher gar keine drinne. Hat er als Leichnam eine Sünde begangen? Hm. Keine Ahnung, was mit dem hier ist. Ich schmeiß ihn jetzt mal hier hin. Bup. So, hier ist gar nichts mehr drin. 0-0. Hm. Damit können wir auch nichts anfangen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da los ist. So, Butch. Gehen wir mal weiter. Ich meine, hier haben wir ja auch noch die Dinger. Nimm die auch mal mit. Okay, Benny. Benny hat nichts zu sagen. Können wir die anderen jetzt eigentlich auch reparieren? Die hier? Nö. Das hier? Ja, das kann man jetzt reparieren. Dafür brauchen wir Haut und Glas. Haut und Glas. Haut und Glas. Teleportieren wir uns doch einfach. Obwohl Haut? Haut haben wir doch hier. Aber nur eine. Ja, dann nehme ich alles hier mit.
gehe da oben hin, bring das weg, hol ein Haut, dann holen wir zwei Glas. Glas haben wir wahrscheinlich gar nicht mehr. Hutsch. Oh, ein blaues Buch, dankeschön. Gleich mal lutschen. Boing. Eine goldene Geschichte nur, das ist auch nicht viel. Links ist immer noch fett am Arbeiten. So, das rein. Das rein. Ein Haut raus. Und Fleisch kommt in die Küche. Für Burger. Hat nicht heute. Was ist denn heute für ein Tag? Inquisitor-Tag. Ob Ihnen was wichtig ist, dass da jetzt dieses Dingsengedöns ist? Hey, was ist denn ein Dingsengedöns? So, Glas. Hier nix. Da. Bing, bing. Wir haben ja den Imbissstand gebaut. Wir haben halt nur noch keine Burger da drin liegen, aber vielleicht können wir ja mit ihm quatschen. Moin! Vielleicht sagt er ja, sehr schön, du hast die Imbisshalle aufgebaut. Jetzt lege doch nur noch ein paar Burger hinein und dann freu dich ein Schwein. Ich freue mich ein Schwein. Oink, 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 oink. Kotz, kotz, kotz. So. Dein Imbissstand steht. Schau dir das Feld an. Na guck mal, dafür kriegen wir auch 10 Punkte. Und dann können wir die Yolaliatit zur. Gut. Die Leute werden es lieben. Oh, eine Geschichte. Und du machst vermutlich ein kleines Vermögen. Ja. Weißt du, zuerst dachte ich, dass ich dir nicht vertrauen könnte, dass du irgendwann Probleme machst. Ich hatte dieses komische Gefühl, dass du nicht hierhin gehörst. Aber jetzt scheinst du dich angepasst zu haben. Du tust, was man dir aufträgt. Und Profit ist dein oberstes Ziel. Ich glaube, für jemanden wie dich ist in unserer Zukunft immer Platz. In Zukunft. In der Welt, die wir in der Zeit erschaffen. Die Welt des reinen Glaubens. Eines Tages. Das Publikum versammelt sich. Tu du deinen Teil und ich werde meine Aufgabe erfüllen. Bing! Und jetzt können wir... können beides machen. Ich kann meine Loyalität unter Beweis stellen. Ich kann dir bestimmt irgendwie beweisen, dass ich vertrauenswürdig genug bin, um auf den Hexenhügel aufzupassen. Fürwahr, vielleicht werde ich dich eines Tages als Inquisitorenanwärter unter meiner Obhut nehmen. In der Zwischenzeit erwarte ich deine Berichte. Bing. Und kann ich dich bitten, die Roma-Frau freizulassen? Jemanden freizulassen ist nicht mit meinen Grundsätzen vereinbar. Aber dieses eine Mal mache ich eine Ausnahme. Ihre Freunde machen draußen einfach zu viel Lärm. Bing. Haben wir alles? Okay. Super. Brauchen wir nur perfektes Bier und Burger ohne Ende. Guck mal, die sind jetzt weg. Boah, was will der denn hier haben? Lauf herstellen? Großer Winkel, endloses Buch, Halskette? WTF, was? Salzige Gabel, Spiegel des Stolzes? Spiegel des Stolzes kriegen wir ja von dem Dingsen, ne? Von dem Bischof. Kirche, der da vor der Tür mit seinem Schönheitsspiegel immer hängt und sitzt und macht und tut. So, hier einmal ernten, einmal durchfegen. Auch das gehört leider immer dazu. Bop. 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 Also, dann machen die das ja. Bam, ba, bam, 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 bam.
Natürlich kann man hier später auch alles voller Zombies hinpacken. Aber im Moment haben wir nicht so viele Zombies. Deswegen müssen wir hier auch leider ein bisschen selber was machen. Lassen Sie mich durch, ich bin von der Bank. Lass mich durch, ich bin von der Bank. Und auch hier mal eben zack. 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 Und zack. So, hier einmal den Apfel rein. Hier einmal die Früchte rein. Das sind keine Früchte. Schnauze. So, und hier einmal Samen rein. Zack, 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 zack. So, dann einmal hier durchfegen. Immer diesen ganzen Schmutz hier. Wum, 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 wum. Und dann nochmal Abfall hier rein. Die Dinger da rein. Die Dinger da rein. Und die bringt er ja automatisch runter, ne? Ja, er bringt alles komplett runter. Unser Zombie mit 6 Köpfe. So, jetzt müssen wir hier leider wieder neu anpflanzen. So. Warte. So, warte. Und warte. Und warte. Kleinen Moment. Warte doch mal. Ach, keine Geduld, die Jungen. Die Jugend heutzutage haben keine Geduld. Mir rennt die Zeit weg. Ihr habt noch genug Zeit. Ich gehe auf die 40 zu. Huch. Was? Auf die 40 schon? Ja, aber dauert noch ein paar Jahre. Aber trotzdem, auf die 40. Ja. Bam, 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 bam. So, gucke mal. Gucke mal, alles wieder eingepflanzt. Und haben sogar wahrscheinlich Samen noch übrig, ne? Ja. Oh, der ist aber schnell. Der hat die ganze Kiste schon leer gelootet. Da läuft er. Da läuft er. So. Haben wir noch Eisen? Kommt hier, warum kommt hier kein Eisen an? Das verstehe ich nicht. Was ist denn da los? Hinten in der... Dingsengitter. Oh, warte mal, wegen Schwert. Einmal wegen Schwert kicken. Also wir können ja jetzt die machen. Ach ja, wir brauchen ja Glauben dafür, genau. Ja, dann machen wir auch direkt das Schwert, ne? Mit 25 Schaden. Nicht erst das. Puh, was haben wir hier mit denn? Direkt das hier, bam, zweimal. Das heißt, wir brauchen 6 von diesen goldenen Dingern. Das heißt, 120 Glauben. 12 Glauben brauchen wir. Okay, so, was wollte ich jetzt noch? Hier oben eigentlich nichts mehr, ne? Oh, der lässt sich nur im Fünfer stapeln. Okay. Ich kann ja mal eben Dingsen verkaufen. Ja, jetzt bin ich zu Hause. Ach, ich bin aber auch ein Idiot. Jetzt habe ich mich von da hingebeamt. Naja, machst du nix, ne? Machst du nix. So, wir reparieren hier weiter. Leiche, 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 Leiche. 90%. Ja, schon vergammelt. Bing. 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 Und auch die Haut. Bing. So, jetzt will ich mal gucken. Können wir den jetzt da reinschleudern? Er ist frei von Sünden, gerade erst gekommen. Ja. 1-3 hat er. Ich drehe mit ihm. Warte, wie schnell kann ich das machen? Er hat immer noch 1-3. Oh, keine Ahnung. So, den schmeiße ich mal eben dahin. Und dann bauen wir hier mal eben auf. Dann kommt doch schon wieder der singende Nachbar. Und dann will uns dann was erzählen. Quatsch. Wo seid ihr doch? Meine Güte, diese Werkbank, sie erfüllt mich mit einer tiefen Furcht. Ja, irgendwas ist
furchterregend an ihr. Ich hoffe, wir sehen besser aus, wenn unsere Zeit gekommen ist. Ha, tut mir leid, ich war abgelenkt. Die Aufgabe dieser Werkbank ist das Heilen der Seelen. Sie benötigt eine von Sünden verunreinigte Seele und diverse Organe. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie alle sagt, hör doch endlich mal auf zu singen. Warum denn Organe? Soweit ich das... Oh, da kommt Ben. Wenn ich das soweit verstehe, absorbieren sie die Sünden aus der Seele und speichern sie. Hier steht, dass jede Sünde ihr eigenes Organ benötigt. Ich weiß aber nicht, was das bedeuten soll. Was würdet ihr nur ohne mich tun? Ja, das würden wir nur tun. Was würden wir nur tun? Ein Mensch wird reingeboren. Aber es ist unmöglich für ihn, bis zum Ende rein zu bleiben. Andererseits wird die Seele selbst in unserem Körper unrein. Und generell verunreinigen sie bestimmte Bereiche unseres Körpers. Zum Glück ist dieser Prozess für Seelen unkehrbar, indem man die von den Organen ausgeübten Kräfte umkehrt. Vielleicht hätten wir ihn doch nicht rauslassen sollen. Wir hätten ihn einfach für alle Ewigkeit da eingesperrt lassen können. Nimm es nicht persönlich. Man war ja lange Zeit einsam. Okay. Also ich packe da jetzt eine Seele rein. Derzeitiger Zustand. Aber haben wir nicht zwei Seelen? Ich habe doch noch eine Seele gekriegt. Okay, derzeitiger Zustand. Seele heilen. Achso, da muss ich jetzt noch ein Stück Fleisch rein. Oh. Ich heile ihn mal. Mit einem Stück Fleisch. Mehr geht nicht. Nur Fleisch. Okay, ich packe mal das Fleisch rein. Ist ja egal. Mal gucken, was passiert. Bum, bum. Geheilte Seele. Achso, das Fleisch. Bleibt da denn einfach drin, ne? Okay, hier brauchen wir eine Polierpaste. Seelenextrakt. Was mache ich denn mit der Seele jetzt? Nehme ich jetzt so eine Leiche und pack die Seele da wieder rein? Komm mal her, ich will mal was ausprobieren. Plus? Nö. Ich meine, wir haben auch keinen Knochen. Ich nehme mal eben ein... Ich rupp da mal eben alles raus. Will mal gucken, ob man noch Knochen und einen Schädel auch noch mit reinpacken kann. Wahrscheinlich auch noch in der Reihen, aber... Komm mal mit. Bam, bam, bim, bim. So. Flupp. Achso, da müssen ja Seelen rein. Ach, lol. Und der hat anscheinend einfach nur keine Seele mehr. Boop. So, dann bauen wir mal eben noch die anderen Sachen hier zu Ende. Lange Folge geht auch schon wieder lang, viel zu lange. Seelenbehälter 1. Quatsch ich einfach mal hier rein. Werkbank ist jetzt da einfach erschienen. Okay. Eine Truhe. Anscheinend müssen wir da oben nämlich beide reinbatschen, ne? So. Eine Pritsche. Okay, dann diese Seelenbehälter mache ich alle drei da rein. Boing, boing. So, keine Balken mehr. Hi! Komm mal mit. Ich will dich mal direkt durchschleudern. Mal gucken, was passiert. Guck mal, 100%ige... Boing. So, und der hat immer noch 3-4. Also, den geht's immer noch gut. So, ich pack den mal eben dahin. Jetzt nehme ich diese komische Seele. Verletzte Seele. Kann, aber da kann ich auch nur das Stück Fleisch reinpacken. Und immer nur das gleiche Stück Fleisch anscheinend. So. Derzeitiger Zustand. Aber irgendwie sieht das aus,
Also der sieht ja voll aus. Aber das ist eine verletzte Seele. Ich heile die mal. Mal gucken, was passiert. Nimm den mal eben auf der Hand. Bumm. So, jetzt habe ich eine geheilte Seele, aber derzeitiger Zustand. Und wo ist meine andere Seele? Ich hatte doch jetzt zwei. Und warum stecken die sich hier nicht? Das ist ja alles merkwürdig. Das ist sehr merkwürdig, weil ich hatte doch zwei Seelen. Sind das die? Ist das nur Fehler? Und guck mal, der verliert. Was mache ich mit der Seele? Kann ich die hier einfach hinlegen?